Hallo, ich bin der Max von der Gröben und ich spreche in Die Schule der magischen Tiere 1, so wie im neuen Teil 2, den Fuchs Rabat. Privat treffe ich mich gerne mit meinen Freunden, ich mache viel Sport und ja, habe eine gute Zeit. Kannst du Rabat mit 3 Worten beschreiben? Rabat ist clever, er ist auch gerne mal frech und vor allem sehr loyal Ida gegenüber. Hast du Eigenschaften von Rabat und wenn ja, welche? Ach ja, wenn ich es überlege, ich bin schon auch Leuten, die mir wichtig sind, sehr loyal gegenüber. Ich kann auch gerne mal frech sein und ja, clever bin ich natürlich auch. Musstest du deine Stimme sehr verstellen für die Rolle? Es geht. Ich spreche ein bisschen so vielleicht. Hallo, ich bin Rabat. Also ein bisschen höher, ein bisschen aufgeweckter. Und kannst du uns eine kleine Rabat-Kostprobe geben? Ja, natürlich. Ich bin der Fuchs Rabat und ich freue mich, mit euch dieses Interview führen zu dürfen. Wie findest du, hat sich Rabat vom ersten zum zweiten Film verändert? Also er ist nach wie vor sich selber treu geblieben und auch Ida gegenüber. Er ist immer noch der clevere, lustige Fuchs. Ist die Beziehung zu Ida anders geworden? Ich sag mal so, im ersten Teil mussten die sich auch beide noch ein bisschen kennenlernen irgendwie und dann gab es da mal kurz irgendwie ein bisschen eine kleine Krise, würde ich sagen. Und jetzt kennt man sich schon länger, also die beiden, und so ist die Beziehung vielleicht noch inniger geworden. Rabat hat ja diesmal leider nicht so viel zu sagen. Fandest du das doof? Ach, also generell erstmal hat es mich einfach gefreut, dass ich wieder dabei sein durfte. Und da es jetzt auch 2 weitere neue Tiere gibt, die mussten natürlich auch eingeführt werden und brauchten dann natürlich einen größeren Fokus. Also war das schon sehr fair. Wo habt ihr deine Szenen aufgenommen? Im Synchronstudio in München. Und ja, da ist man in einer kleinen Kammer, in einer dunklen Kammer, alleine und spricht so, also der Regisseur sitzt aber im anderen Raum und da spricht man so seine Szenen ein. Hast du den Text, während du gesprochen hast, abgelesen oder musstest du alles auswendig können? Also was ich immer mache, wir gehen ja Satz für Satz vor oder Abschnitt für Abschnitt, sag ich mal. Und dann versuche ich mir das so ein bisschen einzuprägen. Das ist ja dann, sind ja dann nur ein paar Sätze. Und die spreche ich dann einfach sofort, weil es hilft dann schon ein bisschen, das so ein bisschen freier zu sprechen, als wenn du da so lesen musst. Dann passt das manchmal nicht so genau mit den Lippenbewegungen und man ist einfach nicht ganz so frei in seinem Spiel. Hast du die fertige Szene mit dem animierten Rabat beim Einsprechen schon sehen können oder wurde der Fuchs erst danach animiert? So und so. Also es ist meistens, als ich das eingesprochen habe, noch nicht ganz fertig gewesen. Das ist so eine Rohvariante, sage ich mal. Also mal in manchen Szenen auch besser animiert und manche noch nicht. Das kommt ein bisschen darauf an, wie weit die schon mit der Animation sind. Gibt dir ein Regisseur Anweisungen? Der gibt mir auch mal Anweisungen. Vor allen Dingen, meistens mache ich irgendwie einen ersten Versuch, einen Vorschlag. Und dann sagt der Regisseur, ach, mach das doch noch mal ein bisschen. Es kann auch mal ganz einfach technisch sein, ein bisschen schneller, langsamer, lauter, leiser, aber dann auch vielleicht so, ach, sei doch noch einfühlsamer oder trauriger oder aufgeweckter. Also dann spricht man so ein bisschen und sagt, ja, gute Idee, dann versuchen wir es nochmal und dann irgendwann klappt's. Ist es schwierig, Gefühle nur mit der Stimme zum Ausdruck zu bringen? Also ich sag mal so, ich habe ja in Anführungsstrichen nur meine Stimme, aber ihr seht natürlich auch trotzdem die Zeichnungen und die Bewegungen und die Animationen dann des Fuchses. Also der guckt ja dann auch traurig und dann spreche ich auch ein bisschen traurig, wie man halt ist, wenn man traurig ist, aber oder fröhlich oder was auch immer. Aber zum Glück hilft ja die Animation des Fuchses, das Gefühl noch zu unterstreichen. Du hattest es vorher schon angerissen, aber die nächste Frage lautet, sitzt man beim Einsprechen im Studio oder wie darf man sich das vorstellen? Also sitzen in der Regel nicht, weil das ist manchmal ein bisschen zu gemütlich. Also ich stehe, es sei denn, gut, ich habe jetzt eine Szene vielleicht, wo ich auch sitze und ganz entspannt bin, aber in der Regel stehe ich eigentlich immer und dann ist man so ein bisschen, gerade der Fuchs, der hält einen ja ganz schön auf Trab und da muss man auch immer ein bisschen flott und agil auf den Beinen sein. Welchen Satz musstest du am häufigsten aufnehmen? Oh Gott, um ehrlich zu sein, das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben das auch
schon recht lange her eingesprochen. Ich glaube, das ist schon, also anderthalb Jahre, glaube ich, schon her. Und deshalb weiß ich es leider nicht mehr. Hast du beim Einsprechen auch mal einen Lachkrampf bekommen? Lachkrampf geht, weil das Ding ist, die Sache ist ja, ich bin da wirklich alleine. Also und ich glaube, wenn man dann zum Beispiel am Set, haben die, glaube ich, bestimmt ganz viel Spaß gehabt, die ganze Truppe, dann ist man noch mehr zusammen und ja, macht auch Witze. Aber wenn ich da alleine mit mir selber lache, ist das dann auch ein bisschen komisch. Was war die schwierigste Szene und warum? Also in dem Teil hatte ich eigentlich nicht so komplizierte Szenen. Manchmal, es gibt so Szenen, zum Beispiel auch bei Teil 1, wo er dann sehr viel schreit und dann, wo es ein bisschen dramatischer wird, dann irgendwann ermüdet das einfach die Stimme. Aber in dem Teil war Rabat ja relativ entspannter. Findest du es komisch, wenn du dich als Rabat im Kino hörst? Nee, mittlerweile nicht mehr, weil ich ja auch schon diverse Synchronsachen gemacht habe und oder ich kenne ja auch meine Stimme, also ich bin ja sonst auch Schauspieler und deshalb, ich kenne meine Stimme mittlerweile und deshalb ja, kann ich das ganz gut angucken und anhören. Wie lange dauert es, eine Szene zu synchronisieren? Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie groß, kompliziert die Szene ist. Ich sag mal so, wenn ich einen ganz einfachen Satz habe, hallo, ich bin Rabat, das spreche ich dir ein, zwei Mal vor und dann ist die Sache durch. Aber manchmal kann das auch ein paar Minuten oder eine Stunde dauern, je nachdem, wie kompliziert die Szene oder groß und umfangreich ist. Wie lange warst du für Teil 1 im Studio und wie lange für Teil 2? Bei Teil 1 war es, glaube ich, es war dann einfach ein ganzer Tag und bei Teil 2 waren es, fast nur ein paar Stunden. Also, ja. Hat dir das Synchronisieren beim Drachen Kokosnuss oder bei Rabat mehr Spaß gemacht? Ach, das kann ich gar nicht sagen. Also generell ist das ja erstmal eine ähnliche Arbeit. Also Synchronisieren ist erstmal Synchronisieren und bringt so die gleichen, also die Voraussetzungen sind erstmal sehr ähnlich. Und das, was ich halt mochte oder was das Schöne ja auch ist in dem Beruf des Schauspielers, dass man immer verschiedene Rollen hat, dass man mal so und dann mal die Figur ist und so war es eben auch der Unterschied. Ich habe diesen Drachen Kokosnuss gesprochen und jetzt den Fuchs Rabat und die sind... haben irgendwie Ähnlichkeiten, aber sind auf eine andere Art und Weise auch ganz unterschiedliche Typen. Und so hat mir beides einfach auf ihre Art und Weise Freude bereitet. Hättest du gerne noch ein anderes magisches Tier synchronisiert? Und wenn ja, welches? Also ich muss schon sagen, ich finde den Pinguin natürlich schon sehr cool. Aber ich würde natürlich niemals mit Rabat tauschen. Hättest du lieber eine Schauspielrolle im Film übernommen? Ach, also, weiß ich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Fuchs, weil Mensch ist man ja immer. Aber wann hat man schon mal die Möglichkeit, einen sprechenden Fuchs zu sprechen? Ich finde, ich habe eine sehr coole Rolle in dem Film. Warst du bei den Dreharbeiten auch mal zu Besuch am Set? Nee, das war ich leider nicht, weil die auch alles schon gedreht hatten, als ich das dann synchronisiert habe. In dem Film führt die Klasse von Miss Cornfield ja ein Musical auf. Hättest du da auch gerne mitgesungen? Ach, also generell, ich singe ganz gerne. Warum nicht? Aber jetzt ist auch gut, dass das dann die anderen Kollegen übernommen haben. Kanntest du die Buchreihe von Margit Auer vor den Dreharbeiten? Nee, kannte ich nicht. Also jetzt durch Teil 1 und wurden die mir schon bekannt, aber ich muss sagen, ist nicht mehr ganz mein Alter. Aber ich habe jetzt von diesem Wahnsinns-Hype dann erfahren und finde es echt toll. Super Sache für gerade für ja, Kinder. Und ja, schön, dass das so ein Erfolg ist und wir das hier so schön verfilmen durften. Rabat kommt ja aus Norwegen. Warst du schon mal in Norwegen oder möchtest du gerne dorthin?
Oh, tatsächlich würde ich sehr gerne mal nach Norwegen. Ich war noch nicht da. Aber gerade da ganz im Norden gibt es die Nordlichter und die Polarlichter. Das ist, glaube ich, wirklich sehr beeindruckend. Und generell landschaftlich, habe ich gehört, soll das sehr schön sein, aber ich war noch nicht da. Gibt es im echten Leben jemanden, der für dich eine ähnliche Rolle wie ein magisches Tier im Film hat? Naja, vielleicht einfach meine besten Freunde, die ja, benehmen sich auch manchmal verrückt. Nein, ich glaube, die Verbindung einfach, die auch Ida zu, oder alle Kinder zu ihren magischen Tieren haben, ist eine sehr starke freundschaftliche Beziehung. Und die habe ich natürlich auch zu meinen Freunden. Und das würde ich vielleicht so vergleichen. Wenn du es dir aussuchen könntest, was hättest du gerne im wahren Leben für ein magisches Tier? Dann hätte ich natürlich den Fuchs Rabat. Wobei das wäre ja ein bisschen komisch, dann würde ich ja die ganze Zeit mit mir selber sprechen. Könntest du bitte unseren HörerInnen als Rabatt sagen, warum sie sich den neuen Film Die Schule der magischen Tiere 2 auf keinen Fall entgehen lassen sollen? Hallo, hier ist der Fuchs Rabatt und ihr dürft die Schule der magischen Tiere 2 auf keinen Fall verpassen. Denn dort geht's wieder um Freundschaft, um Mut und vor allen Dingen wird diesmal auch ganz viel gesungen. Viel Spaß beim Gucken! Hast du einen Lieblingssong, den wir für dich im Radio spielen sollen? Ach, dann, ich finde immer schön, mal was ganz anderes. Dann spielt doch mal Reinhard May über den Wolken. Ein herrlicher Song. Könntest du zum Schluss bitte noch unsere HörerInnen der Südpol-Show auf 92.4 als Rabatt grüßen? Und zwar mit deinem Namen, deiner Rolle und dem Filmtitel. Hier ist der Fuchs Rabatt und ich grüße alle Zuhörerinnen von Südpol Show 92,4. Viel Spaß beim Hören. Ich bin Max von der Gröben und spreche im Film Die Schule der magischen Tiere 2, den Fuchs Rabatt. Vielen Dank für das coole Interview und viel Spaß bei der Premiere. Vielen Dank auch für das schöne Interview und viel Spaß beim Film. Das ist übrigens Frosty, unser magischer Redaktionspinguin. Könntest du ihm eine Stimme geben? Und kannst du was Kleines mit ihm improvisieren? Klar. Wie spricht man mal? Okay. Hallo, ich bin Frosty und ich bin der Redakteur von der Südpol-Show und deshalb bin ich vermutlich der coolste Redakteur im Radio. Haut rein! Vielen Dank. Sehr gerne.